Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z. Beim letzten Mal haben wir gegen den Super Buu gekämpft und jetzt müssen wir weiter gegen ihn kämpfen, denn wir haben ja, wurden ja verprügelt und so. Und ja, der scheint sehr stark zu sein. Wir haben den fetten Buu ja ziemlich schnell erledigt, aber der hier scheint ein ganz anderes Kaliber zu sein, wie man es auch aus der Serie kennt. Ich bin voll. Kame, Hame, deine Mutter! Triff ihn doch mal! Wo ist er? Da oben. Oh, aua. Kame, Hame! Ha! Schön in den Rücken. Lass dich nicht gehen. Warum soll... Ich will auch gar nicht gehen. Ich will dich verprügeln. Das ist ein Unterschied, Arschloch. So, Batz. Bam. Oh, shit. Hat mich erwischt. Ja, hat mich erwischt. Mit seiner... Keine Ahnung, was für eine Attacke. Bam. Aber wir haben ihn jetzt gleich. Noch ein paar Schläge. Einer. Ja, schön ins Genick. Puff. Down. So, damit wäre die Buu-Saga abgeschlossen, weil wir Buu besiegt haben. Eigentlich. Genki-Anfrage war ja auch schon lange nicht mehr. Juhu, lass Genki schießen. Jetzt lohnt sich das wenigstens ein bisschen, weil wir voll sind gerade. Irgendwie geht das gerade ganz schön lahmarschig, muss ich sagen. Na komm, 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 komm. 2, 1. 100 Genki geschickt, sauber, hat funktioniert. Die Punkte, da kann man nicht drauf verzichten. Die brauchen wir schon. So ein bisschen zumindest. Ne? Nur ein A-Rang. Böser Buu erhalten. Ebene bei Nacht. Sehr schön. Ja, aber immer noch kein Super Saiyan 2 Son Gohan. Das heißt, wir müssen wirklich den perfekten Cell im Doppel-S-Modus besiegen. Werde ich aber nicht machen. Definitiv nicht. Nein. Nein, 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 nein. So, wir wollen nicht so viel Zeit verschwenden. Wir wollen gleich weitermachen. 35 hier. So. Wir können mal wieder anpassen. Autoanpassung. Ah, jo. Jo. Besten Sachen sind jetzt bei Goku. Bestätigen. Ich glaube, Vegeta könnte auch nochmal wieder... Ja, der braucht auch anpassen. Auto anpassen. Auto Setup B. Jo. Sehr schön. Bestätigen. Kann ich auch andere Figuren mal wieder nehmen, weil ich habe immer nur dieselben, habe ich das Gefühl. Aber wir haben ja ansonsten keine guten Figuren. Ich habe kein Majin Vegeta. Ich habe noch keinen Super Saiyan Goten oder so, sondern... Ist kacke. Ist kacke, ne? Sei mir kacke. 35. Danach kommt die hier. Oder schaffen. Was? Besiegt Super Saiyan Son Goku, oder? Schafft 3 Minuten. Also entweder überleben oder, ne? Halt und so. Sollte ja nicht so problematisch sein. So, nächstes Level. Ja, das kennen wir schon. Ich liebe Kaffee. Ich trinke zwar nur entkoffinierten Kaffee, aber ich liebe Kaffee. Kaffee ist lecker. Sind wir jetzt in der Kaioshin-Welt? Das wäre verdammt crazy. Weil dann haben wir das Spiel ja doch schon bald durch. Es ist Kid Buu. Okay. Kein Vegetto oder sonst irgendwas Besonderes. Nein. Ich fasse das nicht. Das ist echt schade. Vielleicht kommt Vegetto dann irgendwie... Fuck. So, Leute, ihr geht auf Verteidigung, bitte. Yo, yo, alles klar, danke. Yo, schön auf die Fresse. Fick dich doch. Piu, Batz. Wir machen ja kaum Schaden. Ist ja übel. Erwischt. So, endlich. Nein, er hat mich erwischt. Ah. Der rennt gerade nur von mir weg. Seht ihr das? Ich bin doch nicht mal ein dreifacher Super Saiyan und trete gegen ihn an. Ist ein bisschen leichtsinnig, wie man sieht.
Ach, danke. Du bist mein Held, Son Gohan. Ta-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Kaioken oder auch nicht. Ja, danke. Schön in die Rippen. Ruckzuck hing mein Kiefer tiefer. Vor allem in die Rippen und dann hängt der Kiefer tiefer. Wisst ihr, wo der Fehler ist? Sucht ihn mal. Quatsch. Oh, ich bin tot. Warum hat mich jetzt niemand geheilt? Die machen auch, was sie wollen. Aber so anspruchsvoll ist der Kampf jetzt ja gerade nicht, ne? Fand ich das gegen Cell schon ein bisschen schwieriger. Und wer weiß, was da jetzt gleich noch kommt. Vergiss es, Arschloch. Ich komme! Vegeta, steh auf! Wo ist er? Da hinten. In der Mauer? Ach so, hinterm Bett. Wo ist denn der ganze hin? Der versteckt sich. Ich fasse das ja nicht. Das ist ein Feigling. Das ist ja unfucking fassbar, ey. Ohne Scheiß. Bats. Na, hat's wehgetan, Arschloch? Ich hoffe doch. Autsch. Aber krass, dass wir jetzt schon gegen den antreten müssen. Hame! Hame! Ha! Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht. Oh, aber er hat mich auch nicht erwischt. Sehr gut. Glück gehabt! Und er lacht einfach nur. Wie er lacht! Wie er sich gibt! Was er tut! Da, was? Warum bin ich schon wieder tot? Der konnte meinen Angriff jedes Mal aus. Oh, ich bin untergegangen. Leute, Hilfe! Er stand neben mir! Sag mal! Das soll ein Unterstützungstyp sein. Flieg mal bitte hoch jetzt hier. Schneller, 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 schneller. Muss ich mich auch noch darum kümmern, dass meine Leute geheilt werden oder was? Das ist Quatsch. Ich bin der Kämpfer. Ich sollte eigentlich derjenige sein, der hier den Gegner die ganze Zeit verprügelt und von den Freunden geheilt. Mein Gott, nochmal. Boah! Dann nehmt volle Kraft, Leute. Kommt. Scheiß drauf. Wenn ihr mich schon nicht heilt, dann könnt ihr wenigstens mit voller Kraft draufhauen. Komm, ihr habt ja! So. Und er steht schon wieder auf. Ich bin tot. Nein, tut mir ja sowieso keine Sorge. Die sind alle da hinten beschäftigt. Ach doch! Vegeta! Ich bin gerade echt zutiefst beeindruckt. Und ich bin schon wieder tot. Ich glaube, das Level können wir vergessen. Das schaffen wir nicht mehr. Jo, das war's. Mission gescheitert. Ta-ta-ta-ta. Gut, dann gehen wir erstmal. Lassen wir die Mission erstmal. Das ist, aber trotzdem ist das nicht anspruchsvoll. Es ist machbar. Ich möchte trotzdem erstmal die Super Saiyan 3 haben, wenn das geht. Wäre zumindest cooler. Weil sonst haben wir die ganze Zeit nur mit Super Saiyan Goku gespielt und dann fehlt die Hälfte. So. Mission Neustart. Nein. Jo. Auf Wiedersehen. Shit happened! Yay. Dass wir schon so weit fortgeschritten sind in dem Spiel, das ist unfassbar. Aha. Das verstehe ich jetzt nicht, warum... Naja. Mal gucken, was wir noch... Der hat ja gar keine Sachen eingetragen. Was ist das denn? Der auch nicht? Der auch nicht? Na gut. Mir soll es egal sein. Wen haben wir denn zur Verfügung? So, das ist ein Ki-Explosions- und Eingreifstyp. Ki-Explosions-Eingreiftyp, Unterstützung- und Eingreiftyp. Aha. Also ist egal, wen wir nehmen. Nehmen wir den einfach. So. So, und da nehmen wir... Es gibt niemanden mehr, den wir nehmen können. Was ist das denn? Müssen wir dann doppelt nehmen. Oh, nicht schlecht. Und passen. Wie er guckt. ja. Auto-Setup A.
Jo, mach mal. So, dann kriegt er wieder das Item mit den Verteidigungen so hoch. Das war der hier, ne? Verteidigung steigt und Angriff steigt mit dem Osamu. Bestätigen. Anpassen. Setup B, yo. Bestätigen. Der hier sollte auf jeden Fall... Aha, die haben beide also dasselbe gekriegt jetzt. Ist ja cool. Anpassen. Merkwürdig. Aber cool. Nicht schlecht. So, 1085. Yo, Buu ist natürlich der stärkste. Komm, das schaffen wir noch. Super Saiyan 3 Goku. Mit den ganzen Monstern. Monster, das ist ein Monster-Buddy mit den Monster-Beat und den Monster-Boom-Boom. Gib mir den Beat. Ich sing total falsch und habe keine Ahnung und das ist mir egal. Wir sind bald mit dem Spiel durch. Dann gibt es, glaube ich, noch die Film-Level gegen Hildegard und sowas. Und dann gibt es noch Super Saiyan God. Und das war's dann. Krass. Dann nehme ich das jetzt auch zu Ende auf. So. Kann ich ja eigentlich machen. Dann kommt Final Fantasy halt ein kürzerer Part. Auch okay. Wo ich habe gerade noch so viel Zeit. Ja, schauen wir mal, wie hart du wirklich bist. Da stand doch gerade... Bats. Aha. Okay. Piu! Batz! Oh, daneben! Fuck! Ja, ist ja gut. Ich bin ja Ki-Explosionstyp, deswegen versuche ich mal hier ein bisschen mit Energieattacken zu spielen. Aber wir treffen irgendwie nicht. Wir machen auch kaum Schaden. Da kann ich auch genauso gut draufknüppeln. Scheiß drauf. Hallo? Wo ist er? Na komm schon, Arschloch. Wir haben weder den Super Buu Gotenks Form, wir haben keinen ultimativen Gohan, wir haben keinen Super Saiyan Trunks und Goten. Alles sehr merkwürdig, absolut. Ja, mir ist ja sowieso schon lange aufgefallen, dass viele Story-Elemente einfach ausgebaut wurden. Das war ja eine tolle Verwandlung. Also das war wirklich episch, wie sie diese Super-Verwandlung mit eingebracht haben. Also es war unglaublich und ich bin total beeindruckt. Nicht von diesem Scheiß... Was ist denn das, ey? Hallo, kannst du vielleicht mal treffen, bitte? Steh auf und mach nicht deinen Super... Oh mein Gott, jetzt... Hier, ich steh neben dir, Buu. Buu, ich liege neben dir hier. Er tut's nicht. Ich bin genau neben ihm und er tut's einfach nicht. Das ist so unglaublich. So, jetzt haben wir hier den Super Saiyan 3 Goku. Sollte trotzdem nicht allzu problematisch sein. Ich sehe aber gerade, mir läuft schon wieder die Zeit davon. Und er ist weg. Er ist meiner Attacke ausgewichen und hat mich von hinten angegriffen. Das ist mein Goku, wie man ihn kennt. Hallo. Hey, du Fuku. Ach, mir läuft ja die Zeit davon. Scheiße, wir haben ja nur 3 Minuten für den Kampf. Wenn ich ihn haben will, dann... Wenn ich Goku 3 haben will, dann muss ich ihn wahrscheinlich jetzt töten. So. Aber er ist schon wieder weg. Das machen wir auf jeden Fall nochmal, wenn wir jetzt es nicht schaffen sollten, ihn platt zu machen. Ich will den dreifachen Super Saiyan haben. Das ist so unglaublich. Hallo, ich liege hier. Hallo? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen.
aufstehen. Eine sehr enttäuschende Szene war das gerade. Ja, Mission erfüllt. Komm, los jetzt. Weiter. Ein B-Rang. Natürlich. Ja, machen wir definitiv nochmal. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser Part gefallen hat. Schaltet ihr ein, wenn ihr seid, Dragon Ball Z, Battle of Z, Haus rein, Schaus rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.